Das ist eigentlich richtig, dass man PlayStation 3 Spiele für die PlayStation 4 für 10 € upgraden kann? Ist mir neu. Jetzt vor kurzem irgendwann mal gehört. Fand ich auch ein bisschen abgedreht, die Idee. Höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Ich weiß also, dass es nicht abwärtskompatibel ist, die PS4. Das ist ja Ja, und das kann hingehend man irgendwie bekannt. durch so ein Upgrade sozusagen aufheben. Aber das ist doch Problematik. wieder nur Geldmacherei. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das ist eigentlich gar nicht möglich, weil die Spiele an sich schon gar nicht kompatibel sind, weil wie heißt es? Lass mich nicht lügen. Die Gerätestruktur, sag ich mal. Nennen wir es mal Gerätestruktur. Also die Technik in der PS4 läuft auf einem anderen, die läuft auf einem 64-Bit-System. Und deswegen sind grundsätzlich eigentlich alles nicht kompatibel, was in dem alten Ding drin war. Also in der PS3, weil das noch ein x86 Modul bla irgendwas war. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Und deswegen funktioniert da eigentlich alles nicht. Das ist das große Dilemma an der Sache. Toll. Also das ist aus technischer Sicht nicht abwärtskompatibel. Deswegen wird es da auch nichts für geben, was das irgendwie aushebeln kann, weil das einfach keinen Sinn machen würde. Weißt du? Ja, verstehe. Ich meine, das ist natürlich schade. Da werden sich viele Leute drüber geärgert haben, kann ich mir vorstellen. Aber da machst du nix. Da machst du gar nix, ey. Enno. Wenn Sony meint nö, dann ist nö. Und no, no, no means no. No means no. Auch wenn es Kacke ist. Hattest du etwa vor, den der PS4 zu holen? Bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht abwärtskompatibel war, ja. Aber da hat sich das Ja, erledigt. ist auch echt arschig. So, ich meine, so ein bisschen abwärtskompatibel kann ich ja noch. Ne, da hat nicht, dass keine PS1 und PS2-Spiele mehr laufen müssen. Das ist irgendwo klar, ne? Dass man die Generation davor. Ich meine, im Endeffekt, wenn du früher guckst, früher war nie irgendwas abwärtskompatibel, das gab's gar nicht. Wenn du überlegst, Ja. vom irgendwie Super Nintendo oder so, das abwärtskompatibel, ha! Das ging dann mit dem Super Game Boy, aber das war ja nicht, das war ja, ne? Das hat ja nichts mit Abwärtskompatibilität zu tun. Das war einfach nur, weil die dann da mit dem Ding nochmal Geld machen wollten. Mit Hast du dem Super eigentlich Game noch Boy. so einen richtig alten Gameboy, den ersten? Ja klar, natürlich. Der ist mittlerweile zwar nicht mehr grau, sondern gelb vom Licht, aber ich habe noch einen ganz alten. Und ich habe auch noch den roten in Originalverpackung. Geöffnet. Nee, ist geöffnet, funktioniert auch, habe ich schon mitgespielt. Es sieht aber noch aus, als wäre der gerade gekauft. Also. Cool. Von daher, jetzt bräuchte ich Sand. Also jetzt habe ich keine Lust mehr, kleine Teiche zu machen, jetzt will ich Sand. Ich will Sand. Was ist denn eigentlich ein Timer? Ganz fernab. Der sagt, wir haben noch 10 Minuten. Ja, Viertelstunde. 10 Minuten, Viertelstunde. Soll ich vielleicht mal Tropenholz holen? Was hältst du von der Idee? Das wäre doch mal eine Idee. Da können wir doch diesen tollen Tunnel benutzen, den wir hier haben, oder? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich gehe ins Lagerhaus und hole ein bisschen was. Wobei, man könnte natürlich auch Setzlinge mal organisieren, ne? Weil die brauchen wir ja Einfach mal eh. durch den Tunnel. Man braucht ja eh die Setzlinge eigentlich. Wo haben wir denn? Tropensetzlinge. Wir haben immerhin 6 Stück. Hätte ich nicht erwartet, dass wir so viele haben. Tatsächlich. Ich hätte gedacht, wir hätten weniger. Ja, aber dann müssen wir erst das Dach für fertig haben, damit wir die Ja, ja, setzen ja, ja, können. ja. Ich wollte jetzt erstmal nur die normalen, einmal die Blöcke holen, damit die da schon mal sind. Wobei drauf zu bauen ist auch unsinnig, ne? Nee, bringt ja gar nichts eigentlich, was ich hier gerade vorhab. Ist ja voll bescheuert. Total die doofe Idee. Warum haben wir eigentlich hier eine Kiste für Schneebälle? Ach nee, das ist Lehm. Sah aus wie Schneebälle. Geil. In Folge 200 Schneewaldschlacht machen können. Ach so. Ich glaube, wir sind schon über 200. Wir Oh. sind, glaube ich, jetzt schon bei 203, 4 oder 5 oder so. Ich weiß. Was liegt denn da im
Oder liegt eine halbe Spitzhacke, eine halbe Schippe im Sand. Das ist total lustig. Cyclone hat sich die Arbeit gemacht, um mit Connected Textures ganz viele verschiedene Sandvarianten zu erstellen. Und zwischendurch findet man immer wieder irgendwelche kleinen Gegenstände, die in der Sandtextur liegen. Das ist total lustig. Da vorne sind so kleine Steinchen drin. Irgendwie immer so Kleinigkeiten. So, oder so mal so eine Muschel oder sowas. Finde ich gut. Das mag ich. Hier ist eine Spitzhacke, die im Sand liegt. Das sind so Dinge, die man nicht machen muss. Aber machen kann. Was feiere ich immer heimlich? So Kleinigkeiten. Kleine Kleinigkeiten. Ne? Oh, ich habe auch gar keinen Helm mehr auf. Nee, hast du noch nicht. Oh, dann ist er jetzt auch gerade kaputt gegangen. Dann gerade erst. Ach, ich wollte doch Glowstone holen. Nein, gar nicht. Andermal. Ach, scheiße. Ich sollte vielleicht doch erst gucken, wo ich hinbaue, bevor ich den Sand da drauf setze. Weil dann fällt er auch nicht immer mitten in die Löcher rein. Und verschwindet auf ewig. Ewigst. Was mache ich da hin? Ja, wie macht man denn da das Dach? In dem Sinne mal höher als das daneben. Dann am besten so ein Rundbogen oben, ne? Ja, irgendwie sowas. Hätte ich jetzt auch gesagt. Acht. Schon fast so eine Art Kuppel. Weißt du? If you know what I mean. What you mean? If you know what I mean. Ich habe noch drei Sand. Zwei Sand. Kein Sand. I'm out of Sand. I'm out of slabs. You're out of slabs. Guck mal, meine kleine Bambusplantage. Wie hübsch die ist. Guck mal, wie hübsch die ist. Ist natürlich noch nicht fertig, da fehlt natürlich noch eine Menge, aber die ersten... Aha. Das wird voll der Wald. Da kannst du dann durchlaufen und fleißig um dich herum abpflücken. So, so hast du dir das also vorgestellt. Mhm. So richtig gegen das System habe ich mir das vorgestellt. Vor allem kann man das theoretisch, ne? Ja gut, ich würde jetzt nicht bis zu dem anderen Tropenhaus hier erweitern. Aber das kann man noch ein Stück weiter treiben. Müsste man mal kicken. Was Besuch. Der hat einen Bogen, einen verzauberten Bogen. Krieg ich den? Haben. Her damit. Gib den Bogen her. Jawohl, der hat ihn gedroppt. Haltbarkeit 2. Nice. Na, ich habe schon einen mit Haltbarkeit 1 und Stärke 2. Und der ist sogar noch voll. Da fällt mich seine goldene Hose. Echt? Sehe ich nicht. Da. Sexy. Mann. Junge. Aber wie das dann geil wäre, wenn dann... Setzt er da schon einen hin? Ja, ein. Du hast Maß. Der wächst ja noch nicht. Ja, so schon. Die letzten paar Minuten, die wir noch, die letzten 10 Minuten, die wir noch haben, gucken, dass ich Setzlinge besorge? Oder nicht? Also, oder nicht? Eher oder nicht, ne? Eher oder nicht, genau. Eher oder nicht.
Komm, wir setzen hier den anderen hin, nur mal zum Gucken. Also ich habe jetzt auch nur noch 4 Stück, also wir haben nicht die Menge an den Dingern. Das hätte sich so, dass wir die irgendwie im Club schmeißen können. Da kommt noch eine. Oh. Haben wir nicht so, wir haben nicht so viele Tropensetzlinge, wie wir Fuffis haben. Nein. Deswegen schmeißen wir die in den Club. No. Ah, immer diese linearen Dinger hier. Mann. Jawohl. Da hatte ich ein Fast. Da konnte ich ein Fast. Fast habe ich ihn gekriegt. Man, liegen die Bäume nicht auf dem Boden. Weil das geht zwar, aber das ist irgendwie so. Weißt du? Die brauchen einen Wildwuchs, die brauchen Luft zum Atmen, die Bäume. Guck mal da rechts rüber, so muss das aussehen. Ah, mein Ohr juckt schon wieder. Was ist denn los? Das Gute ist, wenn man kein Mikro am Headset hat, da kann man sich viel besser am Ohr kratzen während der Aufnahme. Ohne dass einer merkt. Gut, wa? Voll das gut. Ist einfach nicht verkehrt. Ist voll gut. So, schön dicht. Schön dicht. Ich geh mal rüber in den Dschungel. Ich bin mal so frei. Weil wir haben nämlich gar keine Kakaobohnen. Wir haben wahrscheinlich auch gar keine Zeit mehr. Doch, ein paar Minuten haben wir noch. In denen wollte ich jetzt ein paar. Wir haben noch 8 Minuten. In denen kriege ich noch ein paar Kakaobohnen. Hier zum Beispiel sind welche. Zack. Zack. Und zack und zack. Jede Menge von den Dingern. Jetzt schon halbe Inventar voll. Na gut, 12. Also halbe Inventar. Ja, immer. Für 3 Dinge abgebaut, direkt 12 Stück. Finde ich jetzt schon nicht so schlecht. Wo sind denn luftige Höhen auch? Die wachsen meistens eher unten, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wo man den Kakao finden kann. Den Kakao. Weißt du das? Wo man den finden kann? An Bäumen. An Bäumen? Bäumen. An Bäumen sollen sie sehen. Sollen sie sehen. Da gucken wir mal. An den Bäumen. An den Bäumen ist aber gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ne, gar nichts ist schon wieder. Ein Bundesland weiter. Gar nichts. Ich finde hier keine, weißt du? Ich finde hier keinen Kakao. Kollege Rollerblades. Ich mache jetzt heute mal buntes Dialekte mischen. Hier ist doch, muss doch irgendwo noch Kakao sein. Was soll denn sowas? Ich finde hier keinen. Jetzt mal ungelogen, ey. Auch wenn du nicht mit mir redest. Jawohl. Ja, wohl nicht, ey. Du bist voll still hier. Sag doch mal was. Hallo? Wat? Ist hier voll Let's Play und so. Muss doch mal was sagen. Muss doch mal reden hier. Ja, nicht immer nur bauen. Muss doch mal was sagen. Ich labere mir den Mund fusselig. Echt? Du machst das doch gerne. Ja, ich weiß. Gibst doch zu. Ja, hab ich auch nie abgestritten. Überleg mir gerade, wie das Dach aussehen könnte. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das schlimm finde. Ich sage ja nur, dass, ne? Dass du ja von Zeit zu... Oh, ein Chicken. Multitasking wie eine Waschmaschine. Ja, wie eine Wäschetrommel. Ey, ich finde hier keinen Kakao, das kann doch nicht sein. Ich soll vielleicht auch nicht unbedingt in tiefster Dunkelheit durch den Wald laufen, aber dennoch, da oben hängt welcher. Ha! Ich habe Kakao gefunden. Ich habe ihn gefunden, sagte ich, Kakao pflanzieren. Das geht ganz schön. Petit Kakao. Le petit Kakao. Wer heißt Kakao Französisch? Oh, der Baum ist gewachsen. Echt? Ja. Ist ja saumäßig hoch. Schon nicht verkehrt, ja. Saumäßig ist jetzt anders, aber der ist schon vernünftig. Groß. Groß. Sagst du? Wo ich mich frage, wieso bin ich eigentlich so hoch auf einmal? Ich bin gar nicht nach oben gelaufen. Irgendwie bin ich einen Berg hoch und auf einmal war ich mitten über den Bäumen. Über den Wolken. Eieiei. Muss Freiheit grenzenlos sein. Habe ich mir mal sagen lassen.
Hat mir mal so ein Typ erzählt. Kam an und sagt, ey, hör mal, über den Wolken, ne? Der ist voll krass, Alter. Er hat grenzenlos sein, sorry. Der wollte mir so Zeug verkaufen, damit ich über die Wolken komme, aber ich habe gedacht, na, heute nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte mir, der will bestimmt wieder irgendwelche komischen Substanzen mir andrehen und will dafür Geld für haben. Ich dachte mir, deine bunte Pillen. Ich dachte mir, nee, komm, ich sag, nee. Ich bleib am Boden. Ich bin bodenständig. Was sind da nicht für Schilder da hinten? Ach so, das sind die Schilder von dem, au. Die Schilder von dem krassen, Gewächshaus. Weißt du? Meine ich das Gewächshaus mit, Dingens hier. Hallo Spinne, stirb. Meine ich das Gewächshaus mit den Dingern drin. Okay. Mit der Getreide. Ach, Getreide. Mit der Getreide ja. Und der Möhre. Weißt du, da hinten sind ja auch Möhre. Mit Möhre. Möhre. Weihrauch. Genau, Möhre und Weihrauch. Jetzt gerade der andere gewachsen. Blab. Kann die sogar bis auf den Boden dran machen. Was ich ein bisschen übertrieben finde. Blab. Findest du? Finde ich ein bisschen übertrieben. Aber so sind die von der Höhe doch in Ordnung. So viel Kakao wirst du niemals fretten können. Ich will da an dem einen Baum schon hängen. Da hängen jetzt schon 16 Kakao dran. Ja, sicher. Weißt du, wie viel Kakao dann ist in dem ganzen Dingen, ey? Da ist so weit von viel Kakao. Wir können theoretisch auch einen von den fetten Bäumen hier reinsetzen. So richtig übertrieben. Jetzt müssen wir erstmal das Dach machen, weil sonst... Jetzt gucken wir jemand doof, hören wir erstmal auf. Oh. Ich weiß, du alten Süchtigen. Ja, ich weiß. Kannst du nicht lassen. Mutterlich eine Hose. Lässt du mal nicht deine Klamotten hier überall rumliegen? Räumst du mal auf, schätze Ken. Jetzt lässt er einfach seine Klamotten hier rumliegen. Räumst du gefälligst auf? Mein Zimmer ist aufgeräumt. So, dann laden wir mal den ganzen Raum und nicht nur eine halbe. Guck mal, die ersten Kakao-Dinger, die sind schon halb fertig. Ja, die gehen ziemlich schnell. Der ist schon ganz fertig. Zack, da kommen direkt 3 Stück raus. Blöpp. Und der ganze Baum voll. Blöpp. Blöpp. Das geht erschreckend schnell. Boah, ist das schnell. Das ist ganz schön krass. So oft können wir das gar nicht ernten, ey. Jetzt ist natürlich die Frage. Doch, das ist, glaube ich. Ja, doch, das. Eigentlich ist das Ding schon viel zu groß für den ganzen Kakao. So viel Kakao, weißt du, wie viel Kakao hier dann wächst? Wenn wir das in die Höhe machen und alles voll machen. Wenn, sag ich mal, an jedem Baum 16 Stück hängen, ne? Dann sind das, wenn alle gewachsen sind, bei einmal abernten. Ja, dann brauche ich einmal einen Taschenrechner, weil das kann ich nie rechnen. Weil das kriegt man hier nicht mehr hin. Warte, ich rechne mal eben, ich habe gerade gezählt. Das sind 16 pro Baum mal 20 Bäume mal doppelte Reihe. Das heißt, wir haben dann 640 mal Kakao. Plus aus jedem kommen mindestens 2 bis 3. Da kannst du schon mal eine heiße Schokolade von trinken. Ja. Nee, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir nämlich jetzt mal den ganzen Ende machen, weil ich schon voll spät bin. War nicht wirklich, aber... Voll spät. No. Okay. Wir machen jetzt Ende. Wir haben mal viel geschafft. Auf jeden Fall. Ja. Überleg mir, der ganze Berg ist weg. Fall. Ja, das ist wirklich gut. Dann muss noch angeglichen werden, aber das kann auch noch gemacht werden. Na, wenn du überlegst, dass wir gestartet haben mit, oh, das schaffen wir nie. Das dauert voll ewig, lass Creative Mode machen. Geht da wohl, siehst du doch. Burg ist, das Dach ist weit gekommen. Wir haben jetzt 2 neue Ebenen. Ist doch alles gut. Von daher sage ich mal, wir sehen uns, ich überlege gerade, vielleicht sogar, nee, nicht im neuen Jahr, ist ja noch Weihnachten. Erst noch, steht ja noch Weihnachten bevor. Und von daher, nächste Aufnahme ist Weihnachtsfolge und vielleicht sogar Silvester, je nachdem, wie lange wir aufnehmen. Ich musste mal nachgucken beim nächsten Mal, damit wir das nicht verchecken. Aber ist ja auch egal, wenn nicht, fühlt euch geweihnachtet, fühlt euch gerutscht und gegrüßt.
Auch von mir natürlich. Ne, von dem nicht. Nein, Quatsch. Und ja, bis für uns nächste Woche Freitag, für euch morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, früh, wie ihr wollt. Guckt, Ihr lustig sein. guckt, wann ihr wollt, Hauptsache ihr guckt. Ja, genau. Ich meine, Bleibt uns treu. ne, wer will das nicht sehen? Ist ja wohl, ne? Ist ja wohl klar. Ja. Ganz heißer Insider-Tipp. Ganz genau. Einfach immer hier weitergucken. Wird nicht schlecht. Ganz heißer Insider-Tipp. Wer mit dem Kopf schüttelt. Ja, auf jeden Fall. Bis morgen. Macht es gut.